Heute will ich ja anfangen. Scheißegal. Ich will gar nicht so viel reden. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Im Endeffekt, habt ihr gemerkt, wollten heute neues Intro spielen. Hat nicht funktioniert. Ist auch nicht das, was zählt. Das, was zählt, ist das, dass ich hier vorne so viele Leute sehe, die ich von Shows kenne. Nicht nur persönlich oder aus guten Gesprächen, sondern einfach, die sind da, supporten kleine Shows, sind auch große Shows, schütteln Kopf über Idioten, die da rumrennen. Und ich denke, dass das, was hier ist, dass das, was in Roßwein war, dass das, was in Leisnig war, dass das, was in Dresden jetzt ist, was besonders macht. Es geht nicht um Coolness, es geht nicht um Klamotten, es geht um ein beschissenes Lebensgefühl. Ihr müsst nicht mit uns in einer Meinung sein oder irgendwas. Ihr müsst hierher gehen, ihr müsst euch einfach mal verdammt nochmal zu Hause fühlen und Gefühl teilen. Ich bin dankbar, diese ganze Scheißzeit mitzuerleben. Nächster Song. Das Tor, das we'll be right back.
wirklich warm hier. Egal. Das soll jetzt kein Abend werden, wo ich hier die ganze Zeit pathetisch daherrede und sage, wie cool das alles ist. Aber ich habe es vorher schon gesagt, im Endeffekt ist das hier der einzigste Platz, wo ich mich zugehörig fühle. Ohne mit den Leuten oder teilweise mit den Leuten das gleiche Mindset zu teilen. Darum geht es auch nicht. Im Endeffekt entwickelt sich sowas immer aus dem Austausch. Also nochmal, es geht nicht ums Cooler sein, es geht nicht um den Air Max, es geht nicht um die Docs Martens, es geht auch nicht um Judebeutel in Berlin, bitte. Im Endeffekt zählt nur das, ob ihr vorher da wart, ob ihr danach noch da seid, jetzt nicht mehr cool ist. Ohne das hier runterzureden. Ich habe es vorher schon mal gesagt, ich bin dankbar für die ganze Sache. Ich rede zu viel, aber das ist einfach das, was mir wichtig ist. Macht mal Shoutouts für Open Your Eyes. Ich denke mir, es ist irgendwie immer nervig, wenn sich das wiederholt, wenn du
irgendwie normalerweise vor der Bühne stehst, einfach nur die Leute ständig dasselbe sagen. Aber ich glaube, genau das ist das, was Hardcore ist, das ist das, was den Unterschied macht. Wir passen aufeinander auf. Genau raus an alle Skinheads, Straight Edge Kids, Punkrocker. Ab jetzt wie Acoustic Front, ganz wie Madball, ganz wie Chromax, Dick Nasty, You for Today. Ich kenne keine Sau mehr heutzutage. Irgendwo gehen die Leute auf Schuss und sagen, den letzten Agnostic von Alten, das war da alles langweilig. Aber im Endeffekt, das, was die Leute geschaffen haben, ist das, was wir hier an. Das ist unser Zuhause. Ich habe schon zum dritten Mal gesagt, ohne die wird es das überhaupt nicht geben. Check over. We'll be right back.
Scheiße, ich muss weiter aus Lobenlied schwingen. Das sind Leute aus der Schweiz hier. Das sind Leute aus der Ecke von Siegen hier. Aus dem Spreewald, das ist der weiteste Weg. Scheiße, ich hab schon 10 Mal gesagt. Wenn man es nicht schnallt, ist man hier falsch. Wenn man es nicht kapiert, hat man die Sache nicht verstanden. Ich will nicht dauernd Danke sagen, aber ich will dankbar sein für das, was man hat. Das ist jetzt kein besoffenes, irgendwie alkoholgeschwängertes Geschwafel. Wahrscheinlich ist es das doch, aber es ist authentisch. Danke nochmal. Für alle, die es nicht verstehen. Das sind wir. Für Bands wie Warschau. Oh, yeah.
Ich hoffe, das war Ihr Intro gefallen.